Das ist doch ein Novembertag, wie er im Buche steht. Grau, kalt, regnerisch, einfach ein trüber Tag. Der Stimmung hier heute in Altötting tut das jedoch keinen Abbruch. Die Vieranten und zahlreichen Besucher auf dem Thielimarkt zeigen sich nämlich in bester Laune. Seit wann es den Thielimarkt gibt und welche Verbindung eigentlich zu dem kaiserlichen Feldherrn im Dreißigjährigen Krieg besteht, das hat uns Christine Burkhardt erzählt. Sie ist erste Vorsitzende des Wirtschaftsverbands. Ja, der Thielimarkt gibt es seit die 80er Jahren. Und der Name Tilly geht tatsächlich zurück auf den Graf Tilly. Und der Graf Tilly ist ja in Altötting in der Tilly-Kapelle, die so kurz hinter uns ist, begraben. Und aus dem Grund gibt es eben den Thielimarkt. Wie viele Stände stehen denn heuer auf dem Markt? Sind Sie zufrieden? Wir sind heuer sehr zufrieden. Ich glaube, dass um die 100 Stände da sind und das ist wieder fast ein Rekord dieses Jahr. Und auch der Besuchermagnet Thielimarkt ist wieder dieses Jahr einer, von dem man reden kann. Die kommen sicher von nah und fern wieder. Ja, die Parkplätze sind alle schon voll. Die Autokennzeichen sieht man, die sind aus Österreich, die sind aus den Landkreisen, aus dem Landkreis hier und aus den ganzen Nachbarlandkreisen. Also richtiger Magnet für Altötting. Lässt man die Stände der Vieranten hinter sich, dann findet man sich hier auf dem Kapellplatz wieder im Zeltlager des Vereins Alt-Thili Altötting. Wir haben uns hier getroffen mit dem ersten Vorsitzenden des Vereins, Dr. Rudolf Saller. Vielleicht ein Wort zur Geschichte des Vereins, Herr Dr. Saller. Ja, gerne. Der Verein hat sich 2004 gegründet mit dem Ziel, 2007 eine Ausstellung in Altötting zu arrangieren, was uns auch, meine ich, sehr gut gelungen ist. Wir haben also ganz eine tolle Ausstellung in der Stadtgalerie zusammengestellt mit teilweise einmaligen Exponaten wie die Originalregimentsfahne aus dem Rittersholm-Museum in Stockholm, die nur dieses eine Mal ausgeliehen wurde und dann nie mehr wieder und auch nicht mehr ausgeliehen wird, weil sie in Goldfäden genäht ist und den Transport nicht überstünde. Das war also das erste und letzte Mal, dass die Fahne nochmal in Deutschland war. Was hier dauerhaft ist, sind aber die Gebeine des kaiserlichen Feldherrns. Auf welchem abenteuerlichen Weg sind denn die hierher gekommen? Ja gut, der Tilly ist ja in Ingolstadt gestorben und zunächst ist nur sein Herz in der Heiligen Kapelle herzbestattet worden als Kardiotaph. Und zwar deswegen, weil der Papst Urban VIII. Hat Erdbestattungen in der Heiligen Kapelle verboten. Und damit hat er auch den innigsten Wunsch vom Tilly vereitelt, der gesagt hat, er will dort begraben sein, wo sein Herz immer war, nämlich zu Füßen der Mutter Gottes von Altötting. Und deswegen hat es sehr lange gedauert, bis nach dem Dreißigjährigen Krieg dann die Gebeine von Ingolstadt nach Altötting mit einem Leichenzug überführt worden sind. Das hat sein Neffe, der Werner Zertlis von Tilly, dann arrangiert. Der hat auch diese Gruft besorgt, dort in der heutigen Tilly-Kapelle, früher St. Peter. Und dort ist er jetzt erdbestattet, ja. Herr Dr. Saller, wo Krieg geführt wird, dürfen die Waffen natürlich nicht fehlen. Jetzt stehen wir hier vor einem Waffenständer und die hatten damals gute Auswahl an Waffen. Ja, das sind also unterschiedliche Waffen aus dieser Zeit. Ganz oben eine Kombinationswaffe, also eine Drehschlosspistole, die aufgezogen wurde mit einem Schlüssel. Allerdings dann kombiniert mit einer Streitaxt, weil der Schütze das Problem hatte damals, er hat ja nur einen Schuss gehabt. Und wenn der vertan war, dann musste er sich ja irgendwie anderweitig verteidigen können. Deswegen haben die Musketiere auch immer ein Rapier dabei, weil der Musketier konnte auch nur schießen, wenn es nicht geregnet hat. Sonst ist das Pulver nass geworden und deswegen musste er im Zweifel dann sich mit dem Degen und mit dem Dolch verteidigen. Darunter haben wir zwei so Pistolen noch, Ratschlosspistole aus dieser Zeit. Typische Waffe der Kavallerie, die berittenen Soldaten haben keine Musketen geführt, die wären auch viel zu groß gewesen und viel zu unhandlich. Deswegen haben die kurze Pistolen geführt, meistens zwei Stück im Gürtel, zwei Stück im Stiefel und sind dann gegen die Infanterie angeritten und haben karakulierend vier Schüsse losgelassen. Darunter sehen wir eine Besonderheit, das ist ein Lundendrehling, also ein Drilling. Der konnte dann schon drei Schüsse lösen, war eine sehr überlegene Waffe, ein Vorläufer vom Maschinengewehr, so ähnlich wie die Gatling aufgebaut mit drehenden Läufen. Okay. Darunter haben wir typische Muskete aus der Zeit, Radschlossmuskete, das Radschloss deswegen, weil das hier aufgezogen wurde. Und darunter haben wir noch so eine Holzschäftung, auch von einer Muskete aus dem 17. Jahrhundert. Wobei das Original ist, der Schaft ist Original, der Rest sind Repliken, Nachbauten aus dieser Zeit. Jetzt war die Infanterie im Dreißigjährigen Krieg nicht nur mit Schusswaffen unterwegs, sondern auch mit anderen Gerätschaften, die wir hier sehen. Das hat ja einen Touch von Folterkammer. Ja, hat es in der Tat. Das waren die sogenannten Blankwaffen. Im Unterschied zu den Schusswaffen waren das also jetzt die Waffen mit einer Klinge, die also blank waren. Das waren natürlich Waffengattungen der Infanterie. Die unterste Waffengattung war der Pikenier. Die haben wir draußen gesehen mit diesen langen Spießen. Dann kamen die Hellebardiere oder eigentlich Hackebarten. Hackebarten deswegen,
deswegen, weil die auf drei Seiten scharfe Klinge hatten. Der Spieß diente zum Zustechen, wenn irgendwann am Boden lag. Und dann hat es natürlich diese Klinge hier gegeben, die diente dazu, den Pferden die Sehnen durchzuschneiden. Von der Kavallerie, wenn die angeritten sind, sind die Hellebardiere rein und haben das durchgezogen und den Pferden die Sehnen durchgeschnitten, um die gefechtsunfähig zu machen. Wir haben aber auch eine Bauernwaffe hier, eine ganz typische Kriegssense. Das war in Friedenszeiten bei Strafe verboten, die Sensen gerade zu schmieden. Da hätten sie auch gar keinen Sinn gemacht, weil da musste man sie ja zum Grasmähen benutzen. Es hat aber Landfähnlein gegeben, Landwehren, insbesondere in den Städten. Die haben dann die Sensen gerade ausgeschmiedet und haben dann die als Blankwaffe gegen den Gegner eingesetzt. Die ist halt dann vorne scharf geschliffen worden. Dann haben wir noch einen Menschenfänger hier, das war eigentlich eine Richtwaffe. Menschenfänger, da ist der Hals hier reingesteckt worden von hinten. Man hat den also gepackt von hinten und dann mit diesen Stacheln arretiert. Das war also eine Richtwaffe, um irgendeinen Delinquenten einzufangen oder einen Fahnenflüchtigen. Den hat man dann da drin im Kopf arretiert und der hat sich nicht mehr bewegt, weil der hätte sich selber erstochen und hier die Halsschlagadern aufgeschlitzt. Aber der Tillimarkt hat nicht nur etwas für die Augen zu bieten, sondern auch für die Ohren. Aber hören Sie selbst, liebe Zuschauer. Bei mir steht jetzt Ulrich Steinhauser, er ist vom Tilly-Verein Altötting und eine Frage, jedes Jahr gibt es ja traditionell ein großes Geknalle hier auf dem Kapellplatz, auf dem Tilly-Markt und Sie haben das Kommando gegeben, nicht wahr? Genau, ja, es ist natürlich so, dass wir, wie der Name schon sagt, wir sind ja Musketiere und Musketiere schießen mit Musketen, daher ist ja der Name und das versuchen wir natürlich ein bisschen darzustellen, wie es jetzt vielleicht gewesen wäre, natürlich ohne jetzt hier einen Kriegseinsatz, aber wir wollen eben hier dann diese historischen Waffen dem Publikum näher bringen, wie sowas funktioniert hat.